Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Hallo, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Heute spreche ich, also Zeit läuft quasi rückwärts für dich. Ich habe gerade mit Alexandra gesprochen. Heute spreche ich mit Alexandra Krompholz-Reindl über History Clearing, über Tiere, die im Kreis laufen und die Schwingungserhöhung aller Orten und ja, ein Gespräch von Herz zu Herz und mit ganz viel Magie. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Freude damit. Schön, dass du da bist. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen, liebe Alexandra. Der Impuls, dich einzuladen zum Gespräch, der kam irgendwie vor 2 Wochen, glaube ich, und dann war so von der geistigen Welt, lad doch mal die Alexandra ein, die macht doch gerade was ganz Spannendes. Und genau, jetzt bist du hier und wir wollen ein bisschen über deine Arbeit sprechen, aber auch ohne das Aber und von Herz zu Herz schauen, was darf durchkommen, was ja, was möchte gerade ins Feld und uns austauschen auf Herzebene. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, ich danke dir, Astrid. Das war wirklich, als du mich angeschrieben hast, ob wir ein Interview machen wollen oder uns einfach mal zu einem Gespräch auf Zoom treffen, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Es ist gerade eine spannende Zeit für mich und ja, ist schön. Ja, ich habe gerade die Ausbildung zum History Clearing Coach erfolgreich abgeschlossen und es war eine sehr spannende Erfahrung, weil davon so viel uns betrifft, so viel unser Leben beeinflusst, ohne dass wir das wissen oder vielleicht wissen wir auch, dass da was ist, aber wir kommen nicht richtig dran. Und das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Und ich durfte so viele auch sehr berührende Erfahrungen machen jetzt in diesen Coachings, die ich schon gemacht habe oder in diesen Begleitungen. Das war wirklich berührend und schön. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Oh, so schön. Ja. Magst du mal erzählen, wie du da rangekommen bist an das History Clearing Coach bist du jetzt? Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe es jetzt noch nicht gegoogelt. Ich habe gesagt so, ja, wir machen das so auf Zuruf und ja. Also bei mir klingt Ahnenheilung. Entschuldigung, bei mir klingt Ahnenheilung an. Hat es damit tun? Hat auch damit zu tun. Aber vielleicht sage ich mal ganz kurz, wer ich bin und was ich sonst mache. Ja, sehr gern. Ich bin die Alexandra Krompholz-Reindl. Ich bin Heilpraktikerin und begleite seit über 16 Jahren in meiner Praxis Menschen auf ihrem Weg zu mehr Leichtigkeit, Schmerzfreiheit und Lebensfreude auf körperlicher Ebene mit manuellen Therapien, mit naturheilkundlichen Wegen, darin vor allen Dingen die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, Spagyrik und so weiter und mit energetischen Heilmethoden. Ja. Ja. Und durch einen lieben Freund, der bei mir war und gesagt hat, er hat da was kennengelernt, das heißt History Clearing, und bei mir machte es baff und ich was, da musst du mir mehr drüber erzählen. Und dann hat er mir erzählt und hat gesagt, er möchte die Ausbildung machen, ob ich interessiert sei. Und da habe ich sofort ja gesagt. Wir hatten ein kleines Interview, wo wir Fragen stellen konnten, auf Zoom mit der Karin Maria Hafen, die Ausbildung anbietet. Und es hat mich so, so gepackt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war klar, das ist es, das muss ich kennenlernen. Und war ganz begeistert und bin es immer noch. Bin total begeistert. Und es geht beim History Clearing einfach darum, dass in unserem Feld, sozusagen in unserer Cloud, sind ganz viele Informationen noch gespeichert, traumatische Erfahrungen und so weiter, die aus unseren Vorleben oder aus unserer Ahnenreihe kommen. Und wir sind bis mindestens zur 5. Generation zurück, sind wir beeinflusst durch diese Erfahrungen, die die Ahnen gemacht haben.
Und das sind ja zum Teil höchst traumatische Erfahrungen. Zum Beispiel den Pranger. Da wurden die Menschen einfach in der Öffentlichkeit festgekettet, konnten sich nicht wehren und durften bespuckt und beschimpft werden, mit Dreck beschmissen werden. Und also das ist einfach eine sehr, sehr traumatische Erfahrung. Und dann kann es natürlich sehr gut sein, dass es jemanden gibt, der sich einfach wundert, warum er immer wieder Mobbing-Erfahrungen macht, zum Beispiel. Aber da steckt noch diese Prangerenergie drin. Oder er traut sich nicht zu sprechen. Und da könnte natürlich dann auch dieser Pranger dahinter stehen. Und da kommt man ja so einfach auch nicht drauf. Und das kann dann mit History Clearing aufgelöst werden. Und mit einem sogenannten History Clearing Check werden die 34 wichtigsten Muster, die da in uns wirken können, sowohl körperlich wie auch einfach emotional wirken können, bewusst oder auch unbewusst wirken können, die werden abgetestet, und zwar mit einem Körperfeedback-Test. Das ist so ähnlich wie ein kinesiologischer Test, weil ich kann nicht wissen, was für ein Muster aktiv ist, und der Mensch, der kommt, der weiß es in der Regel auch nicht. Sehr oft haben wir schon Wörter in unserem Sprachgebrauch, die darauf hinweisen, dass da etwas ist. Zum Beispiel die Flügel gestutzt. Ja. Zum Beispiel einen Kopf kürzer machen. Die Daumenschrauben anziehen. Was fällt mir da noch ein? Im Hamsterrad. Ich fühle mich lebendig begraben. Solche Dinge. Wir sagen das ja auch manchmal über uns. Oder ich fühle mich wie gerädert. Und es ist einfach auch schön zu sehen, mit welcher Leichtigkeit das dann aufgelöst werden kann. Wenn es mal entdeckt ist, mit welcher Leichtigkeit es dann aufgelöst werden kann und der Körper dann wieder stark testet. Das ist schön, was du sagst, weil ich, wie wir, also vielleicht kennen das viele so aus der Elterngeneration, diese so Kriegs- oder martialische Ausdrücke mit dem Kopf kürzer machen, genau, oder kurzer Prozess gemacht, wo man als Kind auch gar nicht ein Bild vor Augen hat, sondern man weiß dann ja schon, was es bedeutet. Aber in der tiefen Wirkung und wie du sagst, so ja, Schweigegelübde und was nicht alles, so was dann noch blockiert, Ja, das. Schweigegelübde. Ja, das sitzt dann im Unterbewusstsein, so, Im ne? Unterbewusstsein und blockiert uns permanent. Oder Armutsgelübde. Unterordnung unter Personen und Organisationen. Wenn da was war und das ist immer noch, also das ist wie ein fester Vertrag, eine feste Vereinbarung, immer noch gespeichert, dann behindert uns das auf unserem Weg. Wie ist das in der Methode, dass man es auflöst? Also ich kenne es vom Theta Healing und jetzt vom Teki. Es gibt ja verschiedene Variationen, dass man sagt, ich mache Energieheilung und wir alle, ich würde jetzt mal behaupten, wir alle klinken uns ins Quantenfeld ein und da geschieht dann die Magie, so ein bisschen wie bei Harry Potter. Aber zu verstehen, wie ist das im History Clearing? Wie macht man das da? Also die meisten Muster werden tatsächlich so, ich sage jetzt mal, aurachirurgisch aufgelöst. Also es ist wirklich eine gemeinsame Arbeit mit dem Menschen, der da kommt. Zuerst mal mit dem Körperfeedback schauen, wie stark ist das Muster vorhanden, und dann wirklich auch ins Spüren gehen. Sind da Fesseln? Und dann werden die mit einer imaginären oder einer echten Schere, schnipp, 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 im Aurafeld gelöst und verworfen. Und es ist schon eine gemeinsame Arbeit, und es ist auch sehr spannend, wie man das dann auch ganz deutlich merkt. Hier ist noch was. Oder ich kann nicht laufen, meine Füße sind wie festgeklebt. Oder ich habe etwas auf dem Kopf, das wird deutlich wahrgenommen und kann dann einfach energetisch aufgeschnitten, zum Beispiel wenn ein Sack über dem Kopf
wäre, nehmen wir das jetzt mal an, dann wird das energetisch aufgeschnitten und gemeinsam oder alleine nimmt es der Mensch dann ab und verwirft es. Und es ist wirklich manchmal einfach nur berührend, wie sich die ganze Ausstrahlung, der ganze, also wie sich das verändert. Das ist einfach wunderbar. Was ich so befreiend finde bei jeglicher Energiearbeit, ist dieses, so wie ich es kenne, so, oh, ich habe schon alles versucht und es geht nicht. Und mir dann bewusst zu machen, so, ich als Menschlein, so, ich bin ja Seele, aber ich als ich, ich sag mal, von der Zeugung oder von der, die Seele geht in den Körper meiner Mutter wahrscheinlich so, also von null bis jetzt. Ich versuch's und ich mach's und ich rotiere und ich bilde mich fort und was nicht alles, und dann zu verstehen, okay, es sind die Ahnen, ja, es sind die Vorleben, und das ist dann auch das Thema Schuld, was uns ja allen übergestülpt wurde, so, du bist schuld und wieso bist du nicht, warum bist du noch nicht da, und das zu verstehen, okay, es kommt wirklich aus dem Rücken, und wenn ich den wieder frei habe oder energetisiert, dann ist so, bam, angeknüpft, so, das ist das, was die anderen spüren. Und je nachdem, wie die drauf sind, nehmen die dann die Hände, also die Beine in die Hand, laufen weg oder sagen, oh toll, das will ich auch. Ne? So, da kann man sich dann ja frei entscheiden. Will man da die Schwingung in sich erhöhen oder sagt man, nö, ich will noch ein bisschen hier unten Opfer spielen. Ist auch okay, ist die Wahl. Ja, und manchmal ist es vielleicht auch einfach noch nicht so weit. Vielleicht muss vorher noch was geklärt werden oder getan werden, um dann bereit zu sein, dass es, also ich glaube so ein bisschen an die göttliche Reihenfolge. Von daher, alles geschieht dann schon zum richtigen Zeitpunkt. Soll aber nicht heißen, dass man nie, dass sich immer dahinter verstecken kann und immer sagen, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Sehr schön, ja. Und von daher denke ich auch, und es kann durchaus auch sein, dass in einem History Clearing Check, das ist ja immer eine Momentaufnahme, dass da gewisse Muster sehr stark testen, also im Sinne von, das schwächt mich. Die Frage ist immer bei den Mustern, alles, was mich stärkt und entspannt, lässt mich nach vorne pendeln und alles, was mich stresst und schwächt, lässt mich nach hinten pendeln. Und da gibt es natürlich auch Muster, da haut's die Menschen wirklich fast um. Und dann weißt du, da ist wirklich, da ist ganz großes Potenzial, da werden sie total geschwächt. Und manche testen nicht ganz so stark. Und das kann aber ein halbes Jahr später ganz anders aussehen, weil da eine Schicht weggegangen ist und sich etwas Neues zeigen darf. Und ich glaube, wir sind auch gerade im Moment in einer Zeit, in der wir aufgefordert sind, viel aufzulösen. Jetzt kriege ich auch nämlich Gänsehaut. Das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, Astrid, du kennst das auch. Vor 20 Jahren war etwas auflösen monatelange Arbeit. Monatelang und immer wieder und Affirmationen und es war zäh und schwierig. Und heute geht das Auflösen wie von Zauberhand. Es ist so magisch und es ist so schön. Und ich glaube, es ist deswegen auch so leicht, weil wir die Aufgabe haben, jetzt als Menschen, die wir jetzt und hier inkarniert sind, diese Dinge in Angriff zu nehmen und diese Dinge auch wirklich zu erlösen. In unserem Tempo, in unserer Reihenfolge und auch mit unseren Heilmethoden. Ja. Ja. Mir kam dieses Bild mit dem Pendel, das finde ich so schön, weil man dann sieht, also viele Menschen sagen ja noch, ja, aber ich sehe ja gar nichts und ich weiß ja gar nicht, und ist denn die Energie wirklich da? Und ich kenne es nur von mir, dieses so, ich habe auch immer noch Ego-Radio, was sagt, ja, jetzt hast du wieder ein bisschen Energiearbeit gemacht, so bla bla. Ne? Das läuft immer parallel. Warum hast du nicht einen sicheren Bürojob? Und da kam mir das Bild so, wie schön, wenn das Körperpendel ausschlägt und auch der Klient dann sehen kann, so, wow, ich reagiere richtig mit dem Körper. Da kam mir das Bild, das habe ich gestern gerade von einer Freundin bekommen oder erfahren auch, dass gesagt wird, so weltweit laufen die Tiere jetzt im Kreis. Und ich dachte so, ey Alter, warum sagt mir keiner was? Das will ich doch auch wissen. Dann habe ich geguckt und in Wahrheit sind es auch Wirbel.
Das heißt, die Tiere zeigen schon diese Wirbel, die wir jetzt wohl im Feld haben und die starke Energieerhöhung. Das heißt, ja, wir sind jetzt in der glücklichen Situation. Das ist eben, wie du sagst, nicht wie vor 20 Jahren so, ja, Frau Müller, Sie müssten sich mal von Ihrem Mann trennen in der Therapie, wo du denkst, ja, aber das löst keine Abhängigkeiten und Traumata, sondern es stürzt mich eher noch rein in die Schuld und ich habe es wieder vergeigt. Und dann zu spüren, so, wow, was haben wir unfassbares Glück, dass wir jetzt in der Zeit uns inkarniert haben, ganz bewusst. Und zu sagen, so, wow, wir können jetzt zaubern, wie geil ist das denn? Das ist wirklich erstaunlich. Und ich finde es auch sehr, ich suche nach einem Wort. Wenn man es selbst spürt, also die Muster werden in der Regel oder die meisten von uns testen die Muster nur mit Nummern, damit keine Bilder und keine Dinge im Kopf mitspielen. Und dann auch zu sehen, okay, es Nummer 6 und das schwächt mich, da ist was. Und dann auch zu sehen, wenn man dran gearbeitet hat, Nummer 6 und man geht vor, oh, das ist so, es ist Oh, so ich wieder schön. Gänsehaut. Ja. Ist wirklich so, so schön. Und auch zu verstehen, so, es ist okay, wenn ich Bilder sehe, es ist okay, wenn ich weiß, der Opa links, rechts, mütterlicher, väterlicherseits, da kommt ein Bild oder ich höre was mit den Hellsinnen. Aber so wie du sagst, ist es auch okay zu sagen, ich sehe nichts Konkretes, aber ich weiß es oder die Nummern geben, so, es wirkt und es, ja, das ist auch die Magie. Und wenn man dann so sagt, okay, zum Beispiel das Sklavenjoch hat die und die körperlichen und auch emotionalen Ausdrücke oder drückt sich, kann sich so ausdrücken und der Mensch nickt und sagt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, oh ja, kenne ich. Dann kommt auch noch mal so ein Bewusstsein. Es ist ganz egal, woher es kommt. Bei manchen Mustern ist es wichtig zu testen, kommt es aus einem eigenen Vorleben oder kommt es aus der Ahnenreihe, einfach um sich noch stärker mit dem präzisen Feld zu verbinden. Aber das ist nicht bei jedem Muster nötig. Und es ist auch ganz egal, woher es kommt. Es wird einfach aufgelöst. Kein Drama. Und nicht, oh Gott im Himmel, jetzt aufgehängt und was war da und wann war das und oh je, oh je, oh je, oh je, großes Drama. Nee, oh, aufgehängt. Oh, schnell aus der Situation befreien, alles reparieren, testen und dann schauen. Und das kann tatsächlich manchmal in wenigen Minuten geschehen und es kann sein, dass wir an einem Muster doch mal eine halbe Stunde arbeiten müssen, bis wirklich alles draußen ist. Und es ist, aber es ist ja, mit einer Leichtigkeit und einer Freude und einer Kooperation, das gefällt mir so gut auch. Also nicht In Zusammenarbeit mit dem Klienten, meinst du, ganz gemeinsam? genau, ganz genau. Ist es eine Kooperation oder ein Schwingen miteinander? Und auch wenn der Mensch nichts spürt, der Klient nichts spürt, dann weiß ich, was zu tun ist. Und es passiert was. Wie Ja. empfindest du das? Also hast du das Gefühl, die Menschen sind offen, also ja, die Menschen sind offener für energetische Heilung und Dinge. Wie ist es bei dir? Die Menschen, die zu dir kommen, kommen die über körperliche Symptome und sind dann so, oh, nichts hilft mehr. Ich habe ja, so, ich übertreibe mal, ich habe ja schon Kopfschmerztabletten genommen, aber die helfen mir nicht. Oder kommen die mit konkreten Anliegen psychologischer Natur oder? Was für Thematiken, mit welchen Thematiken kommen die zu dir? Also in der Regel war es früher so, dass die meisten meiner Patienten, Klienten, Menschen zu mir gekommen sind, weil sie Schmerzen im Bewegungsapparat hatten, haben. Das ist mein Schwerpunkt. Und die kommen alle auf Empfehlung. Und wenn ich Rücken habe und ich erzähle jemand, der auch Rücken hat, dann kommt wieder Rücken. So, also ja. Anziehung. Ja, Oder und von daher habe ich sehr viel körperliche Beschwerden, vor allen Dingen Bewegungsapparat. Ich habe aber auch viel Kopfschmerz, Schwindel, Tinnitus und solche Dinge.
Und es kommen aber auch immer mehr zu mir, um auf energetischer Ebene etwas gelöst zu bekommen, wo sie sagen, hey, ich komme da nicht vorwärts, ich habe die und die, diese und diese Situation und es geht nicht vorwärts und können wir daran arbeiten? Und dann arbeite ich daran und das kann dann ein History Clearing sein oder ein History Clearing im Zusammenhang mit einem Gespräch und einem homöopathischen oder vor allen Dingen spagyrischen Mittel. Homöopathie bin ich nicht so gut. Da kann es einfach mal sein, dass ich denke, das ist genau das richtige Mittel und dann stimmt's. Aber in der Regel ist es ein spagyrisches Mittel oder ein phytotherapeutisches Mittel, das ich dann mitgebe. Und das sind dann einfach Gespräche und Hausaufgaben, die ich dann mitgebe. Ja, das ist so. Aber es fängt mehr und mehr an, sich in die eher energetische Richtung zu verändern. Und ich glaube, das History Clearing ist jetzt sicher auch noch mal was wieder, das ist nicht geistiges Heilen. Da denken die Leute, was macht sie da? Und beim History Clearing, das ist ein ganz klarer Ansatz. Kurz drüber reden, testen, auflösen, Haken dran. Ja. Es darf schnell gehen und es darf leicht gehen und man muss nicht wieder ins Drama rein, Genau, genau. und es ist sehr sachlich. Also es ist auch für Leute geeignet, die einfach eine sachliche Basis haben möchten. Wie war das für dich? Also ich nehme an, in der Ausbildung erstmal macht man an sich selber Heilarbeit und dann vielleicht auch in der Zweierarbeit in der Ausbildung und dann kommen die Patienten, Klienten. Ja. Wie war das für dich zu spüren, so, wow, da reinigt sich was in der Ahnenlinie oder aus früheren Leben und auch in Bezug auf, so, ich habe immer Südafrika das Thema im Feld für mich. Ich glaube, also nicht ich glaube, sondern ich weiß aus einer Meditation von der Sandra Lau, ich habe da parallel gerade eine Parallelseele oder wie das heißt. Also ein Seelenanteil von mir ist gerade in Südafrika, da ist immer ein starker Bezug gewesen. Wie ist das für dich? Durch die Heilarbeit, die du an dir gemacht hast, hat sich da was verändert oder was? Wenn du es teilen magst. Also zu Südafrika kann ich nur so viel sagen, da weiß ich nicht, warum ich so eine unglaublich tiefe Verbindung oh, ich kriege gerade einen Kloß im Hals. Warum ich so eine unglaublich tiefe Verbindung zu diesem Land habe, weil meine Schwester ist auch in Südafrika geboren, aber sie hat das nicht. Aber mich berührt schon alleine, wenn ich das Wort höre, berührt es Ich mich. habe jetzt auch Wenn ich, Gänsehaut. ja, wenn ich Musiker aus Südafrika höre, berührt es mich. Wenn, ja, es gibt da eine Verbindung, der bin ich noch nicht auf die Spur gekommen, die aber sehr tief ist und sehr fein, sehr. Ich habe keine Worte dafür. Es gibt Verbindung jenseits der Worte und auch das darf So ist das. Was so bei sein. mir sehr eindrücklich war, beim Testen meiner eigenen Muster, war, es gibt ein Muster, das heißt Erfrieren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich erfriere. Ich muss noch einen Schal anziehen und ich muss noch eine Jacke anziehen und ich muss die Heizung noch höher drehen. Und alle waren schon schweißgebadet. Bei mir dieses Muster Erfrieren so stark negativ getestet, das hat mich so geschwächt. Und dann plötzlich war mir klar. Es war mir plötzlich klar. Und dann haben wir dieses Muster aufgelöst und es ist tatsächlich deutlich besser geworden. Das ist so cool. Das Cool. ist so cool. Und ja, es gibt einfach, wie soll ich sagen, es stellt einem ganz anders wieder Energie zur Verfügung, weil ich musste natürlich sehr viel Energie dafür aufwenden, mich selbst irgendwie zu wärmen oder Wärme zu erzeugen oder nicht zu erfrieren sozusagen. Und jetzt steht mir natürlich ein ganz anderes Energiepotenzial zur Verfügung und das war schon sehr eindrücklich. Das Das ist war immer, weil mir schon. da das Bild kommt. Also es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wo das drin steht, aber ich glaube, das war vom Rüdiger Dahlke, dieses Buch Schicksalsgesetze oder so. Und mir kam gerade dieses Bild von dem Mann,
der in dem Eistrack erfroren ist. Also der geht rein und sagt dann so, ach, müssen wir mal ein paar Kisten, weiß nicht, gekühlten Fisch raus, und dann wird er darin eingeschlossen. Am nächsten Tag wird er tot aufgefunden und dann sagen alle so, ja, oh Gott, der ist erfroren. Und dann guckt man auf den Regler und der war aber bei +5. Und dann zu verstehen, so, das, was im Unterbewusstsein läuft, das ist so viel mächtiger und stärker als das 5%, wie Silke Schäfer sagt, Erbsengehirn. Ja, Und genau. das heißt, der ist gestorben an der Vorstellung, es sei kalt und er würde erfrieren. Und weil das so stark ist, ist es dann noch eingetreten. Und dann zu sagen, so, egal was du machen willst, du kannst das Unterbewusstsein ist immer stärker. Das wird uns ja in den Schulen nicht beigebracht. Da wird ja beigebracht, so, ja, Newton, der Apfel fällt von oben nach unten. Und ich denke mir, Alter, bringt er das den Kindern immer noch bei? Wo bleibt denn die Quantenphysik? Die ist ja auch schon immerhin 100 Jahre alt mit Einstein. So, das wäre doch jetzt mal zeitgemäß, wenn nicht schon längst, ja, überholt fast schon wieder. Ja. So kraftvoll, das rauszunehmen, das Alte. Mega schön. Ja, und das sind natürlich auch Erfahrungen, die alle in unserer Ahnenlinie irgendwo haben, dass es mal oder dass es zu heiß war oder zu kalt war oder die Flucht. Flucht war ja immer auch ein Thema hier in Europa. Es gab ja unglaubliche Bewegungen in den Menschenströmen. Und gerade im Zweiten Weltkrieg ist es ja noch nah bei uns, wo Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Und auch dieses Muster schwächt uns, wenn da was noch im Feld ist. Und das ist ja so, ich treffe mich heute mit meiner Freundin, die ist 88, die ist Jahrgang 34. Und das ist ja das, was Wow. diejenigen, die wissen, wie es läuft und die manipulieren wollen und das ja auch dürfen, damit der Rest der Menschheit noch aufwacht, die wissen ja, welche Knöpfe die drücken müssen. Und wenn jetzt Ängste hochkommen, die du mit 11 nicht gefühlt hast, weil gar kein Raum war, was zu fühlen, dann ist das natürlich so, du hast so einen Marionettenspieler und der zieht die Strippen und die Leute schalten den Fernseher ein und sind in den 3 Millisekunden wieder in der Angst. Und ja, das sich bewusst zu machen, ist ja schon Heilung. Zu sagen, ich gucke in die andere Richtung, wie meine Hündin. Kommt ein Kläffi? Ich ignoriere dich erst gar nicht so. Ne? Und das auch sich anzugewöhnen mit was auch immer in 3D noch stattfindet und zu sagen, wo ich bin, ist Sonne, da ist Frieden, da ist sowieso Fülle und die anderen Themen, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten, so. Ja, und es ist ja auch so, es ist ja sowohl das persönliche Karma, das jetzt gerade aufgelöst werden darf, wie auch das kollektive Karma, das Volkskarma, Oh. das, ja, also da ist so viel im Moment, das ist so, das geht so tief, da ist so eine Bereinigung jetzt im Moment möglich, für uns alle. Und dafür braucht es auch genau, aber auch diese, wie du sagst, dieses Drücken der Trigger, damit das überhaupt hochkommt. Ja, das ist so, wie wenn ich immer über die grüne Wiese laufe und denke so, ah, mir geht's so gut. Und dann gehe ich einmal die dunkle Gasse zwischen Bus und meinem Haus und da sind hohe Hecken rechts, links und hohe Hecken. Und denke so, ah, so, dann kommen ja erst die Trigger. Ich bin hier eingesperrt, ich kann nicht ausweichen. Was, wenn mir jemand entgegenkommt? Bla, bla, bla. So. Und wir werden jetzt wie so ein sagt die geistige Welt gerade, wir werden jetzt gerade kollektiv wie durch so einen Geburtsprozess quasi gezwungen, dass das Kollektiv sagt, okay, wieso habe ich denn eigentlich bei 24 Grad Heizung aufgedreht, Angst vorm Erfrieren zum Beispiel, ne? Ja, Oder genau. vor Obdachlosigkeit oder vor, ich habe kein Essen, ich habe dies nicht und das nicht und das ist Oder Traum. das Umfeld aus. Also das ist ja, wir sind so angewiesen auf Elektrizität in unserem Alltag oder gerade wenn man an die Krankenhäuser denkt und so weiter. Und da macht das schon was mit einem, wenn man jetzt lebenswichtig auf Strom angewiesen ist und es wird immer wieder vom Blackout geredet. Da passiert was. Genau, und dann zu verstehen, so jede Seele, die jetzt da ist, hat sich entschieden und jede Seele, die jetzt gehen möchte, die entscheidet auch, so sage ich immer, ob die auf Zebrastreifen von einem Auto angefahren wird und das als Fenster nutzt, um zu gehen, oder ob das dramatisch ist mit einer Krankheit oder also sonst wie, das wählt die Seele ja. Genau. Ja.
Aber es lässt sich noch besser Das kann man nicht im Verstand sagen, aber wenn es dann jemanden betrifft in deinem näheren Umfeld, dann ist es trotzdem, tut es trotzdem sehr, sehr weh. Ja, so, ich habe meine Hündin verloren, da weiß ich, wie sich das anfühlt. So, die hat sich entschieden, auf meinem Schoß zu gehen. Und ich dachte so, hey Leute, holt mich hier raus, das habe ich nicht gebucht. Also Sterbebegleitung im Sinne von, das ist meine Hündin, die hat 12 Jahre in meinem Bett am Fußende oder wo auch immer geschlafen. Das habe ich gedacht, das ist schon hardcore. Ja, eben, dann gibt es diese zwei Ebenen. Auf dem Verstand kannst du dir sagen, sie hat das so gewählt und es ist alles in Ordnung, aber trotzdem ist da halt noch dieser emotionale Schmerz und der Heilung braucht, der einfach eine Zeit braucht, bis es wieder geheilt ist. Nee, ich bin kein Freund von Trauma wegreden, sondern in die Heilung geben, wie du sagst, durch die Technik. Genau. Ja, und das Spannende am History Clearing oder überhaupt in dieser Zeit ist jetzt dieses Online-Arbeiten. Und es ist so cool, dass man dieses History Clearing auch online machen kann, weißt du, über Zoom. Das ist Machst du total. das schon oder machst du das, ne? Ich habe jetzt schon einige History Clearings über Zoom gemacht und das ist toll. Das ist wirklich richtig toll, dass das so möglich ist und so auch Menschen erreicht werden können, die nicht gerade um die Ecke wohnen. Ja, und dann zu verstehen, die Logistik fällt weg, ne? So, jetzt bin ich auf dem platten Land, da sagen die Leute, warum sollen wir denn dahin? Und in der Großstadt hast du dann Parkplatz und du musst ja erstmal hinkommen, dann musst du zur selben Zeit am selben Ort sein. Allein das ist ja schon aufwendig. Ja. So vor einem Jahr, ne, zu sagen so, hey, wir machen jetzt mal ein Programm und alles ist online, ist so eine große Chance, das zu nutzen. Wie hast du das erlebt mit den Klienten oder sagst du Patienten, glaube ich, ne? Also ich versuche mich von dem Wort Patient zu lösen, Ach so, dann ist Klient ja super. aber ich finde auch Klient komisch und Mensch finde ich auch irgendwie, das ist so ein bisschen so neutral, aber ich weiß es nicht. Ich finde, normalerweise rede ich von Patienten. Das ist so das Ah, Wort, mit okay. Ich dem sage meistens Menschen, die zu mir kommen. Menschen, die zu mir kommen, Weil gefällt mir das so sehr auch gut. keine Kategorie sein muss. Genau. Okay. Wie erlebst du es mit Menschen, die zu dir kommen? Haben die erst Berührung, also denken die erst so, das wirkt über Zoom nicht? Gibt es da Berührungsängste oder sagen die, denn will die mich so online irgendwie abspeisen? Oder wie ist das da? Überhaupt nicht. Sie sind auf mich zugekommen und ich habe dann gesagt, das machen wir über Zoom. Ist das okay? Ja. Und das läuft gut. Das läuft gut. Also es ist tatsächlich wirklich auch spürbar und natürlich ist es immer schön, wenn man eins zu eins zusammen ist. Das ist immer schön. Aber es ist trotzdem auch so berührend über Zoom. Ich fühle mich jetzt so verbunden mit dir. Und ich meine, ich bin ganz im Süden von Deutschland und du bist ganz im Norden von Deutschland. Wir hätten heute keine Chance gehabt, uns einfach zu einem Kaffeeplausch zu verabreden, um mal einfach über unser Tun zu reden. Und von daher ist es einfach schön. Und so kann ich einfach auch arbeiten mit jemandem, der ganz woanders ist und sagt, ich habe gehört, du machst History Clearing und das hat mich angesprochen. Und Das ist super schön. Und dieses, ich muss überall hin, also ich sage jetzt mal klischee-mäßig so, ich muss da überall hinjetten und wie man es früher noch sagte in der Wirtschaft, so nein, vor 10 Jahren, nein, also über Zoom, da muss man persönlich sein und das ist eine handfeste Sache. Und wir denken so, hey, wir machen jetzt Energiearbeit über Zoom, wie geil ist das denn? Ja. Aber ich glaube, auch das hat eine Entwicklung gebraucht, also zumindest bei mir. Ich Bei bin. uns allen. Homeoffice und dieses ganze Zwangsmäßige während der Pandemie, das war super für alle. Ja, also ich Rein bin dem. ins Vergnügen, rein in die Eigenermächtigung und rein in die Technik, wo ich immer dachte, so, natürlich will ich nicht mit Leuten, ich will nicht die Technik zwischen mir und der Gruppe haben. Aber weißt du noch, wir haben uns ja über deine Gruppe damals kennengelernt. Ich war bei einer Gruppe drin und das war so tiefgehend und so berührend, obwohl es über Zoom war. Und es war total schön. Und ich bin ja auch jetzt noch mit zwei Frauen aus dieser Gruppe Richtig, richtig eng mega schön. befreundet. Und das ist total schön. Und wir treffen uns immer noch alle 3 bis 4 Wochen über Zoom zu einem
11 Uhr Kaffeeplausch. Und tauschen uns aus, was bei jedem gerade so dran ist und wie es den, was gerade so passiert. Und sehr schön. Und jedes Mal ist sehr bereichernd. Im wahrsten Sinne des Wortes bereichernd. Und jetzt kommt bei mir so das Bild von einem Kreis, so dieses, ja, im Kreis sich verbinden und auch so das Herz geht voran. Ja. Also wenn ich gesagt hätte oder wie auch immer, so, ich will jetzt mit Zoom Geld verdienen, weil die Praxis gemietet Geld kostet und das will ich nicht, das hätte ja nicht geklappt. Nee. Sondern im Sinne von, so, du bist ja vorher schon jemand gewesen und dann machst du das einfach weiter über Zoom. Und ich habe ja jahrelang für Gruppen habe ich was falsch gesagt? Einfach gefällt mir. Ja, genau, ich sage ganz oft einfach. Und bei mir ist es so, ich hatte 24 Leute im Deutschunterricht geflüchtet, wo ich dachte, das ist Nahkampf in den ersten Tagen. Ich musste mich echt gewöhnen. Und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich das einfach online. Aber auch zu verstehen, es sind Energien, die wir halten in Räumen, die jetzt virtuell oder unreal da sind. Es spielt dann fast keine Rolle. Aber geübt zu sein in dem Metier, das man ja vorher auch hatte, und dann zu spüren, so, wow, das war eine Vorbereitung. So wie du sagst, göttlicher, was hast du gesagt, mit göttlichem Weg oder göttlicher Zeitpunkt und göttlich. Ja, so. Für mich, ja, göttliche Reihenfolge. Das ist auf einmal alles, dass man sagt, so, und jetzt kommt nur noch die Technik dazu, jetzt kommt nur noch Zoom dazu und guck mal, wie viele wir erreichen dürfen. Und es darf wachsen und langsam gehen oder schnell gehen, wie auch immer. Ja. Also ich find's wunderbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich da so eine Freude dran habe an diesem Online. Ja, ich bin technisch nicht so auf der Höhe, aber das ist einfach cool. Einfach Ja, cool. und auch das sind Glaubenssätze, ne? So. Ja. Meine Oma sagte immer, ich bin ein technischer Säugling, und dann ließ sie uns mit 8 oder 9 den Plattenspieler bedienen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist so. Ja, schön. Ja, erzähl mal von dir. Jetzt habe ich so viel von mir erzählt. Erzähl mal, was du gerade machst, wie es dir geht. Also ich bin gerade, das ist schön, dass du fragst, ich bin gerade in diesem Schritt so zwischen 3D, du zahlst, was ich sage, und 5D, ich öffne mich für das, was eine Wertigkeit hat. So, wir haben ja allen Wert immanent, von Geburt an sind wir ja göttlich, und dann zu sagen, gib, was du kannst. Und das zu koppeln, Selbstwert mit Preis. Und es ist mega spannend, es ist gerade so ein Experiment. Ich habe es ja letztes Jahr schon mal gemacht mit gestaffelten Preisen, aber es hat jetzt eine ganz andere Qualität und eine andere Kraft. Und ja, ich bin immer noch auf dem Weg, Fülle für die Ahnen zu erlösen und zu sagen, Leute, was habt ihr mir hier alles mit auf den Weg gegeben? Genau. Ja. Ja, und bei mir ist gerade dieses, so wie du das History Clearing begeistert bist, da ist bei mir gerade Teki, nachdem ich Teki gemacht habe. Und Teki ist für mich, meine Seelenschwester Jessica Motzios hat mich da nicht geschubst, weil sie das nicht macht als Projektorin, aber auf den Weg gebracht. Und das habe ich in den letzten 4 Wochen, da bin ich so einmal durchgesaust in den ersten 3 Kursen, und es war so, wow. Die Erdung zu den Ahnen und Seelenkraft nach oben, und ich fühle mich so, ja, hier bin ich. Aber ich habe auch literweise geweint und so Blockaden. Das ist nicht einfach, ja, der Hund ist tot, sondern es ist wirklich körperlich, hat sich's gezeigt. Also nicht Schüttelfrost, aber Kälte, und auch so Kälte, die von früher ist, die losgelassen werden wollte. Schön. Das, was die Ahnen nicht können, wo meine Mutter dann denkt, ja, was macht sie denn da oben in der Wohnung? Und ich kann es aber auch nicht erklären. So ist es. Das sind die Prozesse, die man dann einfach durchläuft in so einer Ausbildung. Und ich finde, die sind aber auch unglaublich wichtig, um dann auch wirklich in der Tiefe anzukommen, in dieser Form der Heilung, und das dann auch weitergeben zu können. Ja. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die heilen und aus der Freude heraus reingehen, so wie den Typen, den ich dir geschickt habe, den hatte ich auch nur bekommen, der sich dann, was weiß ich, im Lockdown hinsetzt und an seiner Technik daddelt, und ich dann feststelle, der sitzt in Südafrika und ist Musiker, aber dann schneidet er diese Katzenvideos zusammen mit seinem
Elektronik-Dings und kriegt Millionen Klicks und auch so gerechtfertigt, weil es eben nicht Daddelei ist, sondern er lässt die Katze sprechen zu einem, ja, Video von, also er unterlegt dann den Text von diesem Bad Guy und sagt dann so, die Katze will nicht gebadet werden. Also wo man auch merkt, er macht quasi Tierkommunikation für die Öffentlichkeit und dann kriegt er 1 Million oder 3 Millionen Klicks und es ist einfach so, wow. Also da geht gerade eine Menge ab. Ich bin begeistert. Ja, es ist echt, echt toll. Und ich bin einfach froh, dass der November vorbei ist, weil der November, den fand ich nochmal echt für mich sehr, ich kann es gar nicht beschreiben, da war viel zu tun innerlich und ich habe gemerkt, dass es in mir arbeitet und dass es einfach gerade nochmal richtig schwer wird. Und jetzt merke ich heute so, wow, mit diesem 30.11., wie diese Schwere geht. Und ich glaube, der Dezember, der wird richtig schön. Ich glaube, das wird, Dauerhaft, glaube ich. ja, Für ich alle, glaube. die auf dem Weg sind und vorangehen, ist es so dieses Jahr. Wir haben hier echt was gerockt zwischen Januar und jetzt. Und der 21. Dezember wird mir immer wieder, also wurde neulich gesagt und jetzt nochmal von der Heike Michaelsen, ist auch nochmal so ein Tor, das aufgeht. Also, Das habe ich noch nicht gesehen. ist Aber spannend. für mich ist der 21. sowieso das Highlight, weil dann wird es endlich wieder heller. Ja, ich denke immer im Februar wird es hell, aber stimmt ja gar nicht. Nee, Ja. es beginnt schon, aber am 4. Februar ist ja Maria Lichtmess und da wird es wirklich krass heller. Da ist dieses Schalter umschalten, das ich finde, diese Zeit mit Maria Lichtmess, das finde ich magisch, weil es wirklich so eine paff, eine andere Lichtqualität gibt quasi von einem Tag auf den anderen. Das ist einfach immer so, wow. Machst du denn was? Also ich höre so die Kräuterhexe durch dich durchsprechen. Hast du da in dir das geöffnet, das Schatzkistchen, dass du sagst, machst auch Programme oder machst was in Richtung Naturheilkunde oder? Ich mache es eigentlich bis jetzt nur für mich. Die Idee ist mir noch gar nicht gekommen, den Jahreskreis irgendwie. Ich mache es eigentlich immer nur für mich, sodass ich den Jahreskreis ein bisschen in mein Leben reinnehme. Und da ist eben Maria Lichtmess für mich eines der Cool, also hiermit die offizielle ja, du hast einfach Aufforderung so ganz oben. offensichtlich. Mach was, wenn du Bock hast für, also, nee, als Impuls, wenn du Lust hast für Frauen. Bei mir ist es so, Maria, was? Und wie? Was? Sommersolstice? Was ist das denn? Und dann muss ich googeln, dann gucke ich von Leuten, dann habe ich so mein Wissen hier und da und dort, aber du hast das schon. Wie geil ist das denn? Ja, das begleitet mich schon sehr lange, sehr, sehr lange. Und das Räuchern auch, was auch so ein bisschen in die Jahreskreisfeste gehört. Und gehen wir nochmal zurück, so 20, 25 Jahre. Wenn ich dann gesagt habe, ich habe geräuchert, dann haben sie mich gefragt, Fisch oder Fleisch? Oder Sehr schön, ja. nee, Kräuter. Ach ja, herrlich, was sich verändert. Ja, und heute gibt es Räucherkurse überall und es ist so schön, dass dieses Wissen jetzt wieder so zurückkommt. Es ist toll. Gestern habe ich gehört, dass die Motorsägenkurse überall ausgebucht sind. Was Ich ist das? Motorsägenkurse. Du darfst nicht im Wald einen Baum fällen. Also das darfst du sowieso nicht, wenn der Wald dir nicht gehört. Aber wenn du Bäume fällen willst oder im Wald arbeiten, brauchst du einen Motorsägelehrgang, damit einfach diese ganzen Sicherheitsdinger da besprochen werden. Und diese ganzen Motorsägenkurse sind ausgebucht. Das ist so toll. Die Leute gehen wieder raus, die möchten einfach wieder so ein bisschen In die mit den Natur. Naturkräften und mit ihren eigenen Kräften in Verbindung kommen. Und das finde ich einfach so, ich fand Ich das so. wollte gerade sagen, das kann dann auch mal für den Schreibtisch des Chefs ganz nützlich sein. Einmal so. Genau. Nee, und das fand ich auch wieder so ein Zeichen dafür, dass wir einen neuen Weg beschreiten, auch als Gesellschaft. Es tun sich irre Tore und Türen auf und auch wo man denkt so, ja, der. Guckst du aufs WhatsApp-Dings und dann ist da ein Logo mit Sonnenuntergang und Frieden.
Aber wenn die Frau die Tür aufmacht, denkst du so, boah, die Ahnen, die schick. Also es ist so ein Kontrast zwischen dem, was man noch sieht oder in der Physiognomie oder auch in der Aura und dem, was sie schon sein wollen oder wo es sie hinzieht. Und das finde ich ganz wahnsinnig spannend. Ja, finde ich auch, berührt mich total. Das ist so, so schön zu sehen, wo überall sich die Felder verändern und beginnen zu leuchten oder sich zu öffnen. Oder ich finde auch, die Menschen beginnen wieder viel liebevoller sich selbst zu begegnen und dem anderen zu begegnen. Also da geschieht auch ganz viel. Ich denke mal, dass durch dieser Corona-Lockdown und diese ganze Geschichte damit auch dazu geführt hat, dass das Tempo rausgenommen wurde. Wir wurden ja auf sehr hohem Tempo gehalten und dann wurde dieses Tempo rausgenommen und das hat bei ganz vielen eine Veränderung gebracht, sehr zum Positiven. Ja, also ja, ich habe damals lachend zu unseren Handwerkern gesagt in Hamburg so, ja, ob du Geld hast oder nicht, Helikopter fliegen darfst du auch gerade nicht. Und da haben die gelacht. Aber es war ja so, es war für eine Millisekunde, wir waren alle gleich im Gefängnis dessen, du durftest nicht, du musstest das machen und dann warst du so, ja. Und ja, hat sich eine Menge getan seitdem, zum Positiven. Ich finde, und es geht ja jetzt gerade erst los. Ja, also es ist schön. Wirklich, ich meine, da hat man jahrelang gedacht, also oder gedacht und gedacht, warum passiert nichts? Alle reden vom Aufstieg und es kommen immer wieder Durchsagen vom Aufstieg und eigentlich hat man auch das Gefühl, es müsste was passieren. Und es ging gefühlt nicht vorwärts und dann Ja, und so ging es. Ja. Jetzt geht es im Tempo. Tak, 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 tak. Und dann so schnell über Nacht und wie immer gesagt wird, hinter den Kulissen. Und ich denke so, ja, hinter den Kulissen. Aber diese Tiere im Kreis laufen in dem Wirbel, das hat mich gestern nochmal so, wow, das geht ja wirklich schneller, als wir alle denken. Ja. Ja, und ich denke, es ist auch so für uns nicht so spürbar, was bei Mutter Erde passiert. Also die Erde ist ja auch ein energetisches Wesen und hat auch ihre Ich spreche jetzt mal in Körperbildern, ihre Blutbahnen und ihre Leber und ihre Milz. Also einfach, es ist ein Organismus und dieser Organismus muss ja jetzt auch sich befreien und sich verändern. Und das kriegen wir ja nur über solche Übersetzer mit, wie die Tiere, die jetzt diese Wirbel uns aufzeigen. Oder die Vulkane, die uns um die Ohren fliegen und sagen alle so, warum das jetzt auf einmal? Und denkst du, ja, so auf einmal ist es dann nicht. Ja. Wow, die jetzt hochkommen und sich befreien dürfen. Und so darf sich jetzt auch in uns einiges befreien. Das ist total schön. Ja, und ob das jetzt mit Teki oder mit History Clearing oder mit einem Channeling ist oder mit Human Design, es darf sich jetzt einfach wirklich ganz viel lösen und das ist so schön. Das ist wirklich da total auch zu, ja, schön. und da auch zu verstehen, so, da gibt es kein Konkurrierendes, kommt gerade so durch, so, meine Methode ist besser als deine, so, das geht raus, es ist schon raus. Und dann noch zu verstehen, jetzt habe ich den Faden verloren, aber so, ja. Ja, und auch zu verstehen, jeder hat seinen Heilweg. Ich bin nicht für jeden die richtige Person und auch ich habe auch nicht für jeden die richtige Methode. Und jeder darf jetzt seinen Weg finden, der ihn, und das führt dann einfach von einer Station zur nächsten und da passiert was und da geht wieder eine Schicht weg und dann kommt das nächste und ja, im göttlichen Zeitplan. Ja, es löst sich jetzt alles so wunderschön. Ja. Dann staunen, was wir im Februar noch erleben oder was jetzt alles noch sich öffnet und aufgeht und auch im Weltengeschehen so. Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr dieser Jahreswechsel und Weihnachten irgendwie besonders wird. Aber ich weiß noch nicht, was da. Kann sein, dass es nur bei mir persönlich besonders wird, aber ich habe das Gefühl, dass es ein sehr schönes Weihnachten sein wird.
Also, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich auf Herzebene zeigen oder wenn ich rausgehe, dann auch auf Herzebene reagieren. So. Und dann zu verstehen, so, ja, ich glaube, die Menschen haben, was das Alte angeht, die Schnauze gestrichen voll, sind noch nicht so mutig, sich zu zeigen. Aber wenn dann jemand vorangeht, so wie du und die, die auf dem Weg sind, wir alle, dann sagen die, ach, guck mal, so geht's ja auch, ne? Ja, und es ist ja so, wenn du mit deinem Herzen vorausgehst, Astrid, dann gehen die damit in Resonanz gehen, kommen. Und es ist so schön, dass diese Herzebene jetzt sich jetzt immer mehr öffnet. Super schön. Super schön. Das ist alles sehr spannend. Ich habe gesehen, dass du wieder Live-Channelings machst. Ich Ja, bin das dazu gekommen, war sehr dabei zu überraschend für mich sein. auch. Und das finde ich total schön, weil das fand ich eigentlich immer richtig, richtig cool, wie du das gemacht hast mit den Fragen und so. Schön, freut mich. Das freut mich richtig, Astrid. Das ist echt. Ja, das war so ein kleiner Wirbel, so dieses so, ich habe keinen Bock mehr auf das. Und dann nochmal. Und gleich Halschakra. Und dann zu verstehen, so, das ist nicht die Werbung, das ist das Produkt, ne? Also im Sinne von, wenn man das überhaupt noch in 3D-Marketing technisch ausdrücken will, aber da war halt Verwirrung bei mir und noch so, nee, so, also so leicht könnt ihr es euch nicht machen. Einfach mir Geld spenden, das gibt's nicht. Also auch da, so, ich wollte da noch in dem alten, schweren verankert bleiben und dann zu verstehen, hey, ist ja vielleicht gehen so. Ja. Nee, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du es wieder machst. Das ist schön, danke dir. Ja. Was wollen wir von dir verlinken? Magst du die Webseite mit angeben für die Infobox? Das kannst du gerne machen. Das History Clearing ist aber noch nicht drauf. Da hatte ich Aber noch du keine. bietest es schon an. Ich biete das schon an, es ist aber noch nicht auf der Webseite drauf, weil ich da noch nicht dazu gekommen bin, das alles da weiterzugeben und einpflegen zu lassen. Das kann ich nicht selbst. Und habe die Texte noch nicht geschrieben und so. Ich hatte gut zu tun die letzte Zeit und da war mir das gar nicht so. Aber du schickst niemanden weg, der jetzt bei dir Nee, nicht. nee. Also, nochmal im Positiven gesprochen, wenn sich jetzt jemand bei dir melden würde, wie wird es laufen? Schickt eine E-Mail. Hat Entweder eine E-Mail einfach an info@heilpraxis-binzen.de oder über meine Webseite telefonieren. Hallo Alexandra, ich habe gehört, du machst History Clearing, ich hätte Interesse. Also ganz so ein easy, ne? bisschen old school. Ja, ich mag auch E-Mails noch immer. Sich melden, dann nehme ich Kontakt auf oder ich bin gerade sowieso zufällig direkt am Telefon, dann können wir das besprechen und dann schauen wir, wie wir es machen. Schön. Alexandra, ich danke dir für das schöne Gespräch und ja, ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Arbeit und eine wunderschöne Adventszeit. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Astrid. Es war so schön, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ich dir erzählen konnte, was ich so mache. Und ich freue mich, wenn wir auch weiterhin in Kontakt bleiben und uns austauschen. Und ich wünsche dir einfach eine schöne, schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und am 4. Februar achte aufs Licht. Das ist so cool. Das mache ich. Ich danke dir. Take care. Peace. Tschüss. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I